euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am 30. Spieltag gegen Jahn Regensburg am Ostersonntag um 13.30 Uhr im Ostseestadion. An dieser Stelle gehen Genesungswünsche an Marit Scholz und einige andere Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr am Sonntag zum Spiel wieder dabei seid. Daher an dieser Stelle die Begrüßung durch mich. Und bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, Jens Hertel, gibt es wirklich ganz brandheiße neue Informationen rund um den FC Hansa Rostock. Man hatte das Gefühl, dass alle anderen drumherum noch viel mehr auf diese Informationen warten als du selber. Aber es ist jetzt perfekt, der FC Hansa Rostock und du, ihr habt euch auf eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt. Ja, hallo erstmal in die Runde. Ja, also sollten wir unser großes Ziel erreichen, den Klassenerhalt, dann werde ich ein weiteres Jahr oder mindestens ein weiteres Jahr hier Cheftrainer sein und freue mich sehr natürlich, dass ich die Arbeit dann hoffentlich weiter erfolgreich fortsetzen kann. Wir gehen dann in eine gemeinsame fünfte Saison oder viereinhalbte, wie auch immer man das dann nennen mag. Im Januar 2019 bist du dazugekommen. Ist für dich auch eine Herzensangelegenheit gewesen, weiterzumachen hier beim FC Hansa Rostock, diesen erfolgreichen Weg, den wir ja bislang gemeinsam bestritten haben, fortzusetzen? Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, in den letzten Wochen oder in all der Zeit, glaube ich, rausgekommen, dass ich mich hier sehr wohl fühle, dass ich gerne hier für diesen Verein arbeite, dass ich mich da auch gerne einbringe mit allem, was ich habe. Und das wird auch in der neuen Saison, wenn es denn so kommt, auch der Fall sein. Alles klar. Dann vielleicht an die anwesenden Journalisten die Möglichkeit, zu diesem Thema vorab ein, zwei Fragen zu stellen, bevor wir dann zum Spiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag kommen. Der Erste, der da eine Frage dazu hat, ist Oliver Kramer von der dpa. Ja, Herr Hertel, vielleicht erstmal für Sie persönlich, was bedeutet Ihnen die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt? Ich denke mal, ja, Sie haben das auch erhofft, dass das jetzt passiert und nicht erst, sagen wir mal, in ein paar Wochen, sodass Sie da auch persönlich Planungssicherheit haben. Ja, also über den Zeitpunkt kann man natürlich hin und her streiten. Der ist jetzt, wie er ist. Wir sind zum Ziel gekommen, aber es gehören natürlich dann immer mehrere Faktoren oder sind zu beachten bei dieser ganzen Geschichte. Wir sind halt noch nicht, haben noch keine vollständige Planungssicherheit. Das ist natürlich auch für einen Verein nicht immer ganz so einfach, wann ist halt der richtige Zeitpunkt. Es ist ja nicht nur bei Hansa Rostock der Fall so, sondern halt auch noch bei dem einen oder anderen Verein. Klar hätte man das hier und da vielleicht auch schon ein bisschen früher erledigen können, aber es ist passiert, so wie sich's ja, vielleicht alle irgendwo ein Stück weit auch gewünscht haben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir ja, den Ball über die Ziellinie schieben. Jetzt steht in der Pressemitteilung, dass Sie zusammen mit Ronny Thielemann um ein Jahr verlängert haben. Ist das jetzt ja von Ihnen auch eine bewusste Entscheidung gewesen, nur in Anführungszeichen ein Jahr zu verlängern? Na, es hätte aus meiner Sicht auch länger sein können, aber wie gesagt, wenn 3,5 Jahre, man geht jetzt in die fünfte Saison, ist natürlich schon auch eine lange Zeit. Und das ist ja jetzt auch nicht immer, wenn man jetzt sich ringsherum umschaut, glaube ich, nicht ganz so alltäglich. Deswegen habe ich da jetzt auch kein Problem, dann eben das immer auch Jahr für Jahr zu verlängern. Es ist, wie es ist. Inwieweit, von mir letzte Frage dazu, ist es denn wichtig, auch als Signal für die Mannschaft, für Spieler, die deren Verträge ja bekanntlich auslaufen, dass der Trainer zum jetzigen Zeitpunkt verlängert hat, dass die auch ein Signal bekommen, eventuell dann auch bei Hansa mit ihnen zusammen weiterzuarbeiten? Ja, ich glaube, das ist für alle, die jetzt planen müssen, das betrifft halt mich und dann halt natürlich auch die Spieler, ist es natürlich wichtig, eine Planungssicherheit zu haben oder zu wissen, okay, wer ist denn jetzt der Verantwortliche oder ein wichtiger Teil der Verantwortungsträger. Ich bin es ja nicht alleine, sondern da gehört ja auch noch ein Sportchef und ein Kaderplaner dazu und insgesamt auch ein Gesamtvorstand, der dann natürlich auch diese Geschicke lenkt und leitet. Aber für die Spieler ist der Trainer halt einer der wichtigsten Ansprechpartner und von der Seite ist es immer gut, wenn man dann frühzeitig dann planen kann. Aber das Entscheidende ist immer die sportliche Situation und die ist noch nicht geklärt. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich am besten hier am Sonntag, Ostersonntag zu Hause gegen Regensburg, diesen wichtigen Schritt dann eben machen, um auf diese 40 Punkte zu kommen, die in der Regel dann halt auch reichen sollten. Vielen Dank an Oliver Kramer. Der nächste, der Fragen hat, ist Tommy Bastian von den NNN.
Ja, hallo nochmal an die Runde. Herr Hertel, Sie haben eben gesagt, Sie hatten noch länger verlängert. Bisher klang das immer so bei den Einjahresverträgen, als wenn das so beidseitig gewollt ist. Hat sich das ein bisschen geändert? Also hätten Sie jetzt tatsächlich gerne dann vielleicht einen Zwei- oder Dreijahresvertrag unterschrieben, damit es nicht wieder im nächsten Frühjahr dann zu dieser Situation kommt? Naja, also natürlich ist auch für einen Trainer manchmal ein Jahr länger Vertrag, vielleicht auch ein bisschen ein Vertrauensvorschuss, wo man dann auch ringsrum und noch an alle vielleicht noch ein anderes Signal sendet. Aber ich habe es schon gesagt, ich kann es natürlich auch verstehen, dass da ein Verein halt ein bisschen vorsichtig ist, weil man natürlich nie weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich meine, Sie alle selber, die ganze Presse hat es ja dann immer formuliert, alle anderen Mannschaften, die unten eben standen, ringsrum um uns, haben den Trainer in dieser Saison gewechselt. Also das heißt, Hansa hat es nicht gemacht und das kann dir aber auch trotzdem immer auch irgendwo passieren. Und da muss man natürlich auch Verständnis auch für die wirtschaftliche Situation eines Vereins haben. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Stichwort Vertrauen. Also Sie sind ja auch ein sehr nachdenklicher Mensch, der auch über den Tellerrand denkt. Hat das jetzt auch ein bisschen Vertrauen vielleicht gekostet, so dass es jetzt ein bisschen, ich nenne das jetzt mal ganz grob, Geeier war und sich dann ein bisschen in die Länge gezogen hat? Oder wie würden Sie das jetzt so das Verhältnis beschreiben? Hat das irgendwas gemacht mit dem Verhältnis oder ist das immer noch so gut, wie da der Eindruck immer war, vor allem zwischen Ihnen und Martin Fliegenhagen? Also wir haben unsere Arbeit gemacht, so wie wir das immer machen. Und dann bist du in gewisser Art und Weise als Trainer abhängig von Ergebnissen. Da musst du Mannschaft so vorbereiten, dass halt möglichst diese Ergebnisse kommen. Und dann ergeben sich dann halt immer viele Dinge von ganz allein. Und das ist jetzt hier eben nicht anders bei uns. Und das wird auch immer so sein. Und mit Erfolgen wächst natürlich auch Vertrauen in die Arbeit, sowohl bei den Spielern als auch bei den Verantwortlichen. Und umgekehrt ist es halt auch so, dass halt mit Misserfolgen oder wenn du keine Siege einfährst, dass dann halt irgendwo Zweifel kommen und alle dann natürlich vielleicht auch die Arbeit des Trainers dann wieder in Frage stellen. Das ist bei uns nicht anders bei Hansa wie in anderen Vereinen. Und dem müssen wir uns stellen als Trainer. Und das tun wir und die Verantwortlichen genauso. Und deswegen ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es dann eben doch länger geht. Man kann ja auch immer irgendwo von Jahr zu Jahr verlängern. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt ausgeschlossen ist, dass ich vielleicht sogar doch noch ein bisschen länger hier bleibe als jetzt nur das eine Jahr. Und deswegen schauen wir, was die Zukunft bringt und wie die Ergebnisse dann am Ende sind. Okay, letzte Frage von mir zu dem Thema. Könnten Sie sich dann auch vorstellen, mit Hansa in die dritte Liga zu gehen, wenn jetzt der absolute Worst Case, da gehen wir jetzt gar nicht mehr von aus, aber hätten Sie sich das auch vorstellen können, dass Sie das machen? Ja, das ist, also wenn man die Situation jetzt sieht, dann ist es halt schwer vorstellbar. Also das muss man einfach auch sagen, wenn wir jetzt dann am Ende des Tages jetzt irgendwie doch irgendwie in der Relegation dann scheitern, dann wäre das, glaube ich, dann schon am Ende des Tages sinnvoll, dann irgendwo, dann hättest du ja eine riesen Negativserie mit dir rumgeschleppt und ich glaube, das kann dann halt niemand gebrauchen für die neue Saison. Vielleicht hätte das vor 3, 4 Monaten anders ausgesehen. Gut, vielen Dank an Tommy Bastian für die Fragen. Und Christian Lüsch von der Ostsee-Zeitung hat zu dem Thema auch noch Fragen. Genau eine nur. Herr Hertel, Sie hatten angedeutet oder deutlich gemacht, dass es jetzt wichtig ist, über die Ziellinie zu gehen. Aber wenn Sie sich für die neue Saison mit Martin Piekenhagen und dem Verein auch einen Vertrag geeinigt haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie auch über Visionen und Ziele für die neue Saison gesprochen haben, die es sozusagen in Einklang zu bringen galt. Was haben Sie mit Hansa Rostock denn in der kommenden Saison vor? Worauf haben Sie sich geeinigt mit dem Vorstand? Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht schon über die neue Saison sprechen und irgendwo große Zukunftspläne. Wir müssen erst über diese Ziellinie gehen. Daran hängt ja natürlich alles. Daran hängt die Verträge der Spieler. Da hängt, ja, also sag ich mal so, das Wohl und Wehe des Vereins hängt daran, was passiert nächste Saison. Und noch sind wir rechnerisch nicht in der Lage, das zu planen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch nicht schon irgendwelche Luftplanung machen. Natürlich muss man im Hintergrund, das ist dann aber nicht mein Hauptjob, sondern das muss dann halt Martin Piekenhagen und Kevin Meinhardt machen. Natürlich müssen die personelle Weichenstellung vorbereiten. Aber ich muss eben erst mal sehen, dass ich jetzt mit dem aktuellen Kader die bestmögliche Performance hinbekomme und wir halt so viele Punkte holen wie möglich. Und wenn es geht, und das wäre schön, relativ frühzeitig Planungssicherheit zu haben, nicht irgendwo über die Relegation gehen zu müssen. Und dafür haben wir jetzt 5 Spiele Zeit und die wollen wir
die wollen wir nutzen, aber eben möglichst gleich so früh, wie es geht. Und ich glaube, es gibt ja auch nichts Schöneres, als so eine Erfolge zu Hause zu feiern mit den eigenen Fans. Jetzt hier zu Ostern, wo, glaube ich, von allen Spielern relativ viele Familienangehörige da sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns zusammensetzen und dann die Planung beginnen. Ich meine, ich habe jetzt gestern den Vertrag unterschrieben. Bis dahin war ich in den Planungen jetzt überhaupt nicht involviert. Wir haben natürlich schon über Dinge gesprochen, die man verändern kann, wo wir uns auch insgesamt auch als Trainerteam und als Verein weiterentwickeln wollen. Aber das sind halt erstmal nur Visionen und die können erst nur Wirklichkeit werden, wenn wir am Ende in der Realität auch die Dinge so vorbereiten, dass sie dann eben auch stattfinden. Gibt Ihnen die Vertragsverlängerung jetzt nochmal Rückenwind für das Saisonende? Ist das so? Also ich hätte das jetzt nicht gebraucht, um dann Rückenwind. Also meine Motivation ist hoch genug, ich will gewinnen. Und wenn das jetzt auch hier zu Ende gegangen wäre und der Verein gesagt hätte, wir haben eine völlig andere Idee und wir wollen mit dem Neunten, dann hätte ich trotzdem diese 5 Spiele versuchen wollen, das Maximum mit der Mannschaft rauszuholen und sie bestmöglich vorzubereiten. Also das ist mein Anspruch. Da hat das jetzt grundsätzlich erstmal nichts mit dem Verein zu tun und wie meine Vertragssituation ist, sondern versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, was drin ist. Und am Ende einen Verein besser zu übergeben, wenn man geht, als wenn man da, wo man gekommen ist. Und das ist halt immer auch ein Zeichen, wo man sagt, okay, hat der Trainer einen guten Job gemacht oder nicht? Und das war, glaube ich, bis jetzt hier der Fall und bei allen anderen Stationen auch. Und deswegen ist das halt das, was am Ende dann auch immer irgendwo wichtig ist. Und jetzt unabhängig davon, von persönlichen Situationen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Fragen. Ich kann leider hier auf meinem Rechner nicht ganz erkennen, ob Peter Krüger auch noch eine Frage dazu hat, weil gibt so ein ganz kleines technisches Kuddelmuddel. Deswegen kurz die Frage verbal. Peter, hast du auch noch eine Frage dazu? Nee, habe ich nicht. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Ja, dann können wir ja dann auf das Spiel gegen Regensburg gucken und dann können wir ja sogar den Ball aufnehmen, was du gesagt hast, Jens, den nächsten Schritt zu machen, nämlich den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Wenn alles perfekt läuft, die Konkurrenz nicht punktet und ein Sieg gegen Regensburg rausspringt, dann sind es 12 Punkte bei noch 4 ausstehenden Spielen bis zum Saisonende, dann könnte man tatsächlich den Deckel schon im Prinzip drauf machen. Das wird ja schon Motivation genug sein für die Mannschaft für dieses Spiel, oder? Absolut. Also ich glaube, alle sind noch ein bisschen sauer auf dieses Spiel in Düsseldorf, was so ein Stück weit auch vom Momentum her gegen uns gelaufen ist, wo wir auch nicht zu 100% auf dem Platz waren. Und wir wollen es jetzt natürlich unbedingt hier zu Hause. Ich habe es schon gesagt, es werden auch von den Jungs viele Familienmitglieder im Stadion sein. Sie werden versuchen, irgendwie Ostern zusammen und auch ein Stück weit zu genießen. Das geht dann halt immer am besten, wenn du dann auch erfolgreich bist. Und darum geht es. Aber wir wissen, dass Regensburg in der gleichen Situation ist. Sie wollen denselben Schritt gehen wie wir. Es ist das dritte Spiel gegen Regensburg in dieser Saison. Wir wissen, dass es halt sehr, sehr emotionale Spiele waren mit dem Momentum auf unserer Seite. Aber ich glaube, jeder, der sich noch an diese Spiele erinnert, weiß, dass die halt alle am seidenen Faden hingen. Und die haben sich jetzt auch stabilisiert nach einer Phase, wo sie halt auch ein paar Spiele verloren haben am Stück. Und sie werden hier natürlich hochmotiviert herkommen und versuchen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen und selber den Schritt zu gehen. Und das ist für uns, wir wissen, dass es halt ein schwerer Gang wird gegen Regensburg, aber wir haben gesehen, dass wir diesen Weg eben auch gehen können. Und wir wünschen uns natürlich so von der Atmosphäre, ich weiß, dass St. Pauli ein besonderes Spiel war, aber jetzt ist hier ein noch größeres Ziel und wir wünschen uns halt auch als Mannschaft, dass die Atmosphäre im Ostseestadion nochmal genauso ist wie gegen Pauli, dass wir so gepusht werden, dass all das, was vielleicht irgendwo an dem Tag zu mobilisieren ist, dann vielleicht auch von außen so mobilisiert wird, dass die Jungs dann in der Lage sind, dieses Spiel und auch diese physischen Komponenten auf den Platz zu bringen, die gerade gegen Regensburg dann auch wichtig sein werden, um erfolgreich zu sein. Ja, und die Rahmenbedingungen, die stimmen. Wir haben bereits mehr als 23.500 Karten verkauft für dieses Spiel. Die Maximalzahl liegt bei etwa 26.000 Zuschauern. Das heißt, es wird noch einige wenige Restkarten an der Tageskasse geben, die von 11.30 Uhr an am Sonntag öffnen wird. Um 13.30 Uhr ist der Anpfiff des Spiels, also 2 Stunden vorher wird die Kasse geöffnet und dann wird auch der Einlass erfolgen. Und wichtiger organisatorischer Hinweis an dieser Stelle, die 3G-Regeln fallen zu diesem Spiel. Das bedeutet also,
dass man keinen weiteren Nachweis mitbringen muss zum Spiel. Wir bitten trotzdem darum, in Eigenverantwortung eine Maske zu tragen. Es ist eine Empfehlung von unserer Seite und auch wenn es ein Feiertag am Sonntag ist, zu versuchen, nicht auf den letzten Drücker zum Stadion zu kommen, sondern die 2 Stunden im Vorfeld der Stadionöffnung dann auch zu nutzen. Das die organisatorischen Dinge. Kommen wir kurz zum Sportlichen. Wie sieht's aus personell? Lukas Fröde ist wieder dabei, hat seine Sperre abgesessen. Nee, muss sie absetzen. Der sitzt jetzt ab, so rum. Entschuldigung. Ja, also, das ist die Baustelle. Ja, also Rich Munzi ist krank. Der ist also bis einschließlich Sonntag krank. Der hat Fieber und also grippale Infekte. Ich glaube, Corona ist es nicht. Das hat er schon hinter sich. Pascal Breyer ist gestern wieder eingestiegen, nachdem er eben jetzt 14 Tage mit Rückenproblemen laboriert hat. Denke ich, wird vielleicht ein bisschen eng für einen Kader. Und dann haben wir halt Lukas Scherf und Maurice Littger, die nach wie vor Langzeit verletzt. Nils Fröhling auch noch nicht im Training. Und dann kommen halt die 2 Gesperrten, also Theo Gunnar Martens aufgrund der Sperre oder der roten Karte bei der 2. und Lukas Fröde aufgrund der 10. gelben Karte im Spiel letzte Woche in Düsseldorf, die eben definitiv nicht zur Verfügung stehen. Alle anderen sind im Training. Wir haben eine sehr konzentrierte Trainingswoche hinter uns und sind dann jetzt im guten Mutes, da halt auch eine schlagkräftige Truppe aufzustellen am Sonntag. Also du kriegst den Kader gut voll. Ja, also ich muss halt trotzdem auch ein paar unangenehme Entscheidungen morgen treffen. Das werden halt alle, kann ich nicht mitnehmen, aber muss man sagen, verdient hätten es alle. Also es ist gute Reibung im Training auch drin und das ist immer eine gute Basis, dass dann halt auch die Spannung so hoch ist dann halt am Spieltag, wie sie eben sein muss, gerade gegen Regensburg. Naja, aber dass die Stimmung in der Mannschaft trotzdem stimmt, auch wenn es manchmal harte Entscheidungen sind, hat man ja gerade nach dem letzten Heimspiel gesehen, als alle Spieler, auch die nicht im Kader waren, mit auf dem Rasen waren und diesen großartigen Erfolg mit ausgekostet haben. Ne? Absolut. Also das ist halt immer das Wichtigste, dass so eine Mannschaft halt auch von innen her funktioniert, dass sie sich ein bisschen auch selber reinigt bzw. diszipliniert. Und da muss man sagen, da haben wir halt auch insgesamt eine gute Führung auch in der Kabine und die wird uns auch sicherlich auch tragen dazu, dass wir halt auch unser Ziel erreichen. Dafür drücken wir die Daumen. Kommen wir zu euren Fragen. Wer möchte denn gern loslegen? Wer hat Fragen an Jens Hertel zum bevorstehenden Spiel gegen Jahn Regensburg am kommenden Sonntag hier im Ostseestadion? Olli Kramer von der dpa beginnt. Ja, ich habe einfach nur noch eine kurze personelle Nachfrage. Ryan Malone ist ja jetzt wieder spielberechtigt nach der Gelbsperre. Ist er wieder eine Option für die Innenverteidigung? Ja, definitiv. Also Ryan hat das vorher in den Spielen gut gemacht. Er war halt in diesen ganzen, auch in dieser erfolgreichen Phase mit dabei. Und deswegen denke ich, dass die Chancen groß sind, dass er auch zurückkehren wird. Trotzdem muss man auch sagen, dass es auch Thomas Meissner das ordentlich gemacht hat in Düsseldorf. Also ich glaube, es lag jetzt nicht an ihm, dass wir dieses Spiel dann verloren haben. Aber es ist natürlich unglücklich gelaufen, dass die Mannschaft an dem Tag eben nicht bei 100% war, sondern nur bei 99 oder 98. Und das hat an dem Tag natürlich bei Weitem nicht gereicht, um Düsseldorf dann halt Paroli zu bieten. Vielleicht einmal noch mal kurz nachgefragt. Stichwort Umschaltverhalten nach eigenen Standards. Das war ja auch schon mal so eine kleine, eine Baustelle in einer Hinrunde gewesen. Jetzt in Düsseldorf doch wieder relativ auffällig. Ist das ein Punkt, wo Sie auch diese Woche angesetzt haben, das angesprochen haben? Ja, also das war natürlich ein großes Thema schon in der Analyse, weil wir ja bei allen 3 Toren, ich habe es ja schon nach dem Spiel gesagt, natürlich tatkräftig mitgeholfen haben. Und das darf dir halt nicht passieren. Und das sind halt alle, die da, also es war, man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt gar niemand mit zurückgelaufen ist, aber wir haben dann halt völlig eben auch die Orientierung verloren, haben uns rausziehen lassen, obwohl die Box halt noch relativ gut besetzt war oder wir sind nicht energisch genug rausgeschoben, so wie beim 3. Tor. Und das haben wir schon deutlich thematisiert und auch gestern auch dann einfach auch Standards über das ganze Feld dann auch laufen lassen und gerade auch darauf zu achten, dass halt, wenn so ein abgewehrter Standard ist und man diese Kontersituation fahren kann, dass die eine Mannschaft, die auch versucht für sich zu nutzen und B, die andere dann natürlich im Sprint zurückgeht und versucht eben das eigene Tor dann eben auch wieder zu sichern und zu verteidigen. Vielen Dank an Olli Kramer. Tommy Bastian von den NNN hat noch weitere Nachfragen. Ja, Herr Hertel, was erwarten Sie denn für ein Spiel? Glauben Sie, dass Regensburg versuchen wird, wieder das Spiel zu machen? Die sind ja immer sehr ballbesitzorientiert. Oder haben Sie das eher vor, dass Sie das Spiel bestimmen daheim vor dieser Kulisse, die Sie da auch so ein bisschen angesprochen haben? Wie gehen Sie da rein?
Ja, also Regensburg, ich glaube, das ist jetzt Ballbesitz jetzt nicht unbedingt das ist, was sie unbedingt brauchen, aber sie haben ihre DNA, liegt eher so im Spiel gegen Ball, sie sind halt sehr aggressiv, sehr laufstark, versuchen immer früh zu pressen, hoch anzulaufen, sondern haben ja zwei zentrale Stürmer meistens oder sagen wir mal einen Zehner, der halt aber auch relativ schnell auch auf die zweite Stürmerposition rückt. Beide Außen extrem weit eingerückt, die immer auch Druck auf den zweiten Innenverteidiger machen. Und das ist halt so ihr Spiel, dass sie halt dann gerade frühe Ballgewinne haben wollen, schnell umschalten wollen. Sind extrem gut bei Standards, also das haben wir, glaube ich, noch aus den beiden Spielen. Wir haben viele Szenen jetzt in der Vorbereitung, auch für die Mannschaft, aus unseren Spielen gegen sie eben noch mit dabei, weil eben vieles ähnlich ist, wie das halt im November der Fall war. Und deswegen haben wir das noch ganz gut in Erinnerung. Und dass sie halt aber auch mit Ball in der Lage sind, halt auch zu kicken, das wissen wir. Das ist jede Mannschaft in dieser Liga, das sind wir auch. Wenn man einer Mannschaft ein bisschen zu viel Luft und Raum lässt, dann können wir gut kombinieren und Regensburg natürlich auch. Und deswegen müssen wir halt auch schon versuchen, ihnen relativ eng auf den Füßen zu stehen, natürlich auch immer wieder auch zu pressen, ein gutes, kompaktes Spiel hinzubekommen, sowohl ganz früh, also wenn wir dann auch mal hochpressen, als dann halt auch, wenn wir tiefer stehen. Also das ist gerade das Spiel gegen Ball, sich dann halt aufzureiben, ihre tiefen Läufe auch aufzunehmen, das wird der Schlüssel sein, ähnlich wie gegen St. Pauli, wo das dann natürlich erstmal die Basis ist, dass du halt hinten gut stehst und dann musst du deine Situation nach vorne natürlich nutzen und dann auch mutig dieses Pressing zu überspielen. Glauben Sie, dass diese etwas längere Pause, dass das jetzt vielleicht hilfreich ist? Das war nach St. Pauli ja eine kurze Pause zum nächsten Spiel. Und wenn man dann so emotionale Spiele hat, wie eben vor allem natürlich St. Pauli, dann ist es ja auch mental kräftezehrend. Jetzt konnten die Jungs ein bisschen runterkommen und hatten diese längere Spielpause vom Freitagsspiel zum Sonntagsspiel. Hilft das der Mannschaft jetzt wieder diese 100% abzurufen und nicht eben nur 98 oder 99? Ja, ich glaube schon. Also das hat man jetzt auch in der Trainingswoche gesehen. A ist dann halt die Frische auch ein Stück weit zurückgekehrt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir trotzdem auch Ruhephasen haben und uns erholen können. Aber wir haben eben doch Trainingseinheiten gehabt, wo es richtig zur Sache ging, weil das auch für Regensburg wichtig sein wird, dass wir halt gut in den Zweikämpfen sind, gerade auch in der Luft stabil sind gegen Albers, gegen Zwarz oder Otto, wer da halt kommt, oder hinten LW, die Kennedy, die halt auch bei Standards dann mit nach vorn kommen. Also wir sind da gerade in den Bereichen, was dann auch Physis betrifft, dann schon auch extrem gefordert und dafür war diese lange Woche auch wirklich gut und ich bin eigentlich schon fest davon überzeugt, dass die Mannschaft auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen wird, das eher dem von St. Pauli gleicht als dem in Düsseldorf. Letzte Frage von mir, eine Personalfrage. Ich fand, Svante Ingelsen war auch in Düsseldorf wieder einer der besseren Spieler, auch wenn das als Team nicht so gut lief. Können Sie vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu ihm sagen? Wie sehen Sie seine Entwicklung? Was macht ihn jetzt gerade so stark in der Hinrunde? War er vielleicht geschwankt zwischen Stammelf und Wechsler? Jetzt zuletzt fand ich, war er einer der Leistungsträger. Schätzen Sie mal kurz ein. Ja, Svante, muss man auch sagen, dass er diese Art und Weise seines Spiels braucht natürlich auch eine gute Physis. Ich glaube, die war am Anfang nicht ganz so da. Also er hat ja, glaube ich, das letzte halbe Jahr in Paderborn nicht regelmäßig gespielt, ist eher dann eingewechselt worden. Er hatte nicht so richtig diesen Spielrhythmus, den man dann vielleicht auch immer mal braucht. Ich glaube, es hat er sich dann hier so mit der Halbserie und dann auch mit der Vorbereitung im Winter da nochmal einen Schritt gemacht und setzt dann die Dinge halt um, die, ich sag mal, für ein modernes Spiel halt wichtig sind. Diese tiefen Läufe hinter die Kette, gerade fast alle Mannschaften wollen hochpressen, stellen zu, da gibt es immer Räume und die müsste dann halt natürlich erlaufen. Und er hat ein gutes Tempo, ein gutes Timing dann auch für diese Läufe und da hat er uns in den letzten Spielen also richtig viel Freude gemacht und dem Gegner halt auch hier und da Kopfschmerzen und das war halt auch in Düsseldorf so. Natürlich dann halt auch ein bisschen variabel aus den Positionen, aber er hatte gute Situationen, wo wir ihn teilweise eben auch nicht gefunden haben, aber er da gewesen wäre. Also sprich, also wir hatten ein paar Bälle, die wir dann halt nicht über die Kette gebracht haben oder durch die Kette, wo er dann schon auch gut in Position war und dann trotzdem hat er am Flügel ja dann halt auch richtig Alarm gemacht. Der Thune hat dann halt den Zimmermann auch rausgenommen, den er sonst nicht so auswechselt. Und das war halt auch ein Grund, weil Svante dann halt auch über diese Seite dann halt auch gut Druck gemacht hat.
Und wir sind im Moment natürlich mit ihm zufrieden. Aber wie das bei allen ist, ist es halt eine Momentaufnahme und es muss halt weitergehen. Und noch haben wir nichts erreicht. Und deswegen gilt es halt auch für Svante dann dran zu bleiben. Jetzt gerade auch, wenn man so eine Form hat und so eine Verfassung, dass man dann halt weiter dabei bleibt, fleißig bleibt. Ja, in einer gewissen Art und Weise auch demütig und nicht durchdreht jetzt. Jetzt läuft alles von alleine, sondern eben sich das auch wieder Stück für Stück, Spiel für Spiel dann wieder auch neu zu erarbeiten. Und das ist halt notwendig im Fußball. Es kommt nichts von alleine, sondern du musst halt schon auch immer was dafür tun in der Trainingswoche und dann natürlich extrem am Wochenende, wenn du auf dem Platz stehst. Vielen Dank. Ja, dann schaue ich noch mal in die Runde. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Peter, wie gesagt, ich kann das leider nicht sehen, ob du da hier digital die Hand hebst. Deswegen da noch mal direkt die Nachfrage. Peter Krüger, hast du eine Nachfrage? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann bedanken wir uns bei allen für die Aufmerksamkeit und für die interessanten Fragen und Jens Hertel für die noch interessanteren Antworten. Viel Erfolg für das Spiel am Sonntag, am 30. Spieltag zu Hause gegen Jahn Regensburg hier im Ostseestadion. Anpfiff ist 13.30 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns alle dann im Ostseestadion. Allen frohe Ostern. Bis dahin. Ahu. Danke. Tschüss.